Mein Name ist Tanja Concha Hidalgo. Ich bin hier groß geworden. Ne? Das hört man auch raus. Ich bin, wie ich immer sage, eine Berlinerin. Ich habe in der Holzmarktstraße 54 gewohnt, bin wie gesagt hier zur Schule gegangen, war zuerst in der Eisenhüttenstadt, aber ich bin in Chile geboren. 1967, den 10. Oktober. Meine Mutter war Gemeinderätin von Coronel gewesen. Coronel ist eine Stadt, gemeinsam mit Lota, die Nebenstadt, wo sehr Steinkohle und Braunkohle abgebaut worden ist. Beide Städte haben eine große Geschichte, die mit den Kämpfen der Bergarbeiter zusammenhängt. Arbeiterbewegung, sehr alle Leute politisch engagiert und dementsprechend war meine Mutter immer, hat da immer mitgemacht und die hat dann später auch meinen Vater auch in dieser gleichen Stadt kennengelernt. 1960, sie war Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes, ich bin vierte Generation Kommunistin, also das ging alles schon sehr, sehr früh los in der Familie mit Großvater, Großmutter. Und 1970 wurde meine Mutter Bürgermeisterin von Coronel. Sie war die jüngste Bürgermeisterin der Unidad Popular, ne, der Regierung von Salvador Allende und dementsprechend auch unheimlich engagiert. Und Allende war sehr glücklich, sie als Bürgermeisterin zu haben. Das hat er eher auch mal in einer Rede vor den ganzen Tausenden von Bergarbeitern in einem Besuch in Coronel gesagt. Wir hatten auch Fidel Castro zu Besuch gehabt in Coronel, hatten auch die Valentina Tereshkova. Da gibt es noch ein Foto mit meiner Mutter, mir und Valentina Tereshkova. Es gibt auch ein sehr schönes Foto, das kann ich euch vielleicht dann auch später noch dazu senden, damit ihr das sehen könnt, mit Fidel Castro und meiner Mutter als Bürgermeisterin, weil das nämlich wichtig ist. Ne? Wichtig sowohl auch jetzt in unserem jetzigen Jahrhundert, also 2023 und alles, was feministische Bewegungen angeht, auch mal zu erzählen, dass es früher auch Frauen gab in Lateinamerika, die politisch engagiert waren, die sozial engagiert waren und die auch nicht nur für Sozialrechte, sondern auch für eben Emanzipationsrechte gekämpft haben. Ne? Und meine Mutter war ebenfalls eine davon gewesen. Und gut, weltweit bekannt, nicht für alle, aber für einen großen Teil von Menschen, die immer an die Solidarität gedacht haben und immer bis heute noch solidarisch denken, ist, dass wir nun am 11. September dieses Jahres 50 Jahre Staatsputsch in Chile, die Erinnerung und was da alles passiert ist. Ne? Deswegen wird es in Chile sehr viele Aktivitäten geben und im Moment freue ich mich auch ein bisschen darüber zu reden. Deswegen bin ich auch als Kind in die DDR gekommen, weil nämlich meine Mutter Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chiles war, eine sehr engagierte Bürgermeisterin war, die sehr viele Sachen in 2 Jahren gemacht hat, für die Ärmsten der Ärmsten. Ihr müsst euch vorstellen, die Bergarbeiter und die Familien haben meistens in Häusern gelebt, die wohlgenommen nicht wie Häuser genannt werden könnten, sondern Hütten. Die hatten keine Kanalisation, sie hatten kein Wasser. Und meine Mutter hat mir immer im Exil, also im Aufwachsen, ne? Also dieses von ein bisschen das Erwachsenwerden immer mitgeteilt, dass sie mit den Frauen geweint hat, weil die Frauen die Hügel runtergerutscht sind, um Wasser zu holen, damit sie ihren Männern die Arbeitssachen waschen konnten, ihre Kinder waschen konnten, die Kinder zur Schule schicken konnten. Und oft in den meisten Bergbaugebieten, auch überall auf der Welt, wird sehr viel Alkohol getrunken, weil man einfach so ein schlimmes Leben hat, dass man einfach die Schmerzen und das Leiden im Alkohol ertrinken möchte. Ne? Und das Leben der Bergarbeiter überall auf der Welt ist ein hartes Leben, auch das der Familie. Und das habe ich auch als Kind gesehen und ich habe auch die Unterschiede gesehen,
Und bei mir war so dieses Engagement, sozial und auch politisch tätig werden, von klein auf. Also ich habe es zwar an meinen Eltern gesehen, aber niemals wurde mir gesagt, du musst jetzt im Jugendverband, um das in Partei sein oder im Jugend oder in der Partei. Das war alles, kam einfach, war für mich einfach selbstverständlich. Und so kamen wir dann 1974 in die DDR. Zuvor waren wir im Exil ganz kurz, 6 Monate in Frankreich gewesen. Dort haben wir in Fontainebleau gelebt. Da waren wir in einem Ferienwohnheim von der Gesellschaft der Metro untergebracht. Die waren auch ganz solidarisch. Also Frankreich hat auch viele Exil-Chilenen aufgenommen, viele Künstler sowohl auch. Also wir haben ja immer noch große Künstler, die in Frankreich leben, Filmemacher und so weiter. Und mein Vater hatte 1968 hier in der Jugendhochschule in Bogensee studiert. Also der war ein Jahr oder fast 2 Jahre hier gewesen. Und er kannte die DDR und ihm hat es auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und in dem Moment, wo die Möglichkeit bestand, also nicht in Frankreich zu bleiben, sondern in die DDR zu kommen, hat er natürlich sofort gesagt, also wir müssen in die DDR. Und ich glaube, das war auch die Entscheidung, die mein ganzes Leben geprägt hat. Ne? Und ich hatte eine wunderschöne Kindheit, obwohl wir dieses Kindsein auch verloren hatten. Wir wurden in Chile festgenommen, meine Mutter wurde festgenommen, sie wurde gefoltert, sie wurde vergewaltigt. Das alles hat sie mir irgendwann mal erzählt, als ich 14 war. Vorher wusste ich das nicht, weil das war ganz schlimm. Aber ich habe immer meine Mutter in die Augen geschaut. Ihr ganzes Leben war irgendwie im Exil auch eine Traurigkeit in den Augen, weil sie ihre besten Freunde verloren hatte. Sie ist ja ganz knapp davon gekommen, würde ich mal meinen. Und da haben viele Sachen so zusammengespielt. Ihre Beziehung zur katholischen Kirche in Colonel, zur evangelischen Kirche, zum Roten Kreuz. Sie war eben eine sehr gute Bürgermeisterin und hat versucht, auch ihre Ideen anderen so nahe zu bringen, dass es keine feindlichen Ideen waren, sondern dass man eben die Demokratie so ausüben sollte und die Anerkennung aller Denkenden, auch wenn sie nicht das gleiche denken, wie man selbst denkt. Ne? Der Staatsputsch war am 11. September und die Militärs konnten sie erst am 14. September aus dem Rathaus rausbringen, weil sie immer, jedes Mal, wenn jemand von den Militärs kam und sie festnehmen wollte, hat sie gesagt, ich werde jetzt aus dem 2. Stock rausbringen, weil mich hat das Volk gewählt und das Volk holt mich auch hier raus. Sie war eine sehr mutige Frau. Und im Nachhinein hat man viele Geschichten gehört im Exil, aber als wir dann zurückgekehrt sind und ich bin nun in Chile Regierungsrätin und vorher war ich Gemeinderätin in der gleichen Stadt, wo sie Bürgermeisterin war, lieben viele Menschen sie so sehr, dass sie auch diese Geschichten weiterleiten. Also alles, was meine Mutter für sie getan hat, in einer Bergbauzone, wo die Armut Tag und Tag war und wie sie die Kinder aus den Häusern abgeholt gehabt und wie sie den Bergbauarbeitern gesagt hat, eure Kinder müssen zur Schule gehen, sie müssen lernen, das ist die einzige Form, um sie jetzt erstmal aus der Armut rauszubekommen. Also sie ist wirklich eine Persönlichkeit gewesen, ne? Anerkannt vom Volk. Und als sie gestorben war, Totenwache, wir hatten das Haus der Kultur in Coronel dazu, weil sie ja Bürgermeisterin war, dort wurde ihre Totenwache, war 2 Tage, also hunderte von Menschen sind und haben Blumen und Blumen und Blumen, also war eine sehr berührende Abschied gewesen und in ihrer Plakette am Friedhof steht auch dran, die Bürgermeisterin des Volkes. So wurde sie genannt. Leitkanzlerin del Pueblo. So, das ist soweit zu meiner Mutter. Und
sie hat dann hier auch ein bisschen als Lehrerin gearbeitet, aber es hat nicht so gut funktioniert, weil, ja, das ist schwierig. Ich bin in den Kindergarten rein, in Eisenhüttenstadt, und mir kam so vor, ob ich dann rauskam. Zuerst wollte ich nicht. Mein Vater hat mich hingebracht, dann habe ich geweint und habe mich an dem sein Bein und seine Anzugshose festgehalten. Mein Vater hat nur Anzugshosen in seinem Leben gehabt, also immer sehr formal angezogen. Und ja, ich habe mich da am Boden benommen wie sonst was, geschrien, geweint. Ich wollte nicht in den Kindergarten, und als er mich dann nachmittags abgeholt hatte, wollte ich nicht aus dem Kindergarten raus. Also ich habe mich wohl gefühlt. Und das war auch schön für uns, glaube ich, für die Kinder. Wir haben auch viel gelitten. Wir konnten weder ein Spielzeug mitnehmen. Wir wussten nicht, was im Grunde genommen passierte. In meinem Fall war es so gewesen, dass sie mich festgenommen haben mit meiner Oma. Wir waren 3 Tage in so einer Polizeiwache mit Hunden. Also man hat uns getrennt. Ich konnte nicht mal mit meiner Oma sein. Und die hatten so einen Schäferhund neben mir vor der Zelle. Und dann wurden wir nur die ganze Zeit gefragt, wo meine Eltern sind. Und ich wusste wirklich auch nicht, wo meine Eltern sind. Also es war alles wirklich ganz tragisch. Und im Nachhinein denke ich, man könnte sogar heute einen Film drüber machen. Meine Mutter, nachdem sie hatte dann Hausarrest bekommen, nachdem sie festgenommen worden war. Und dann kam aus Santiago eine Genossin und hat sie informiert, sie muss sofort weg. Untertauchen, Untergrund, würde man heute sagen, ne? Weil sie eben Mitglied des Zentralkomitees war und auch die einzige Mitglied im Zentralkomitee von diesen Kommunen war und höchstwahrscheinlich sie ja auch sofort auf der Erschießungsliste stehen würde. So mussten wir dann weg, dann wurde sie auch versteckt in den Öfen, wo bei uns gibt es Öfen, im Bergbaugebiet. Es gibt nämlich ein Brot, das heißt auch das Brot der Bergbauarbeiter. Das wird ganz speziell gemacht mit viel Fett. Das ist wirklich ein gutes, gutes Brot. Und die Bergbauarbeiter hatten das immer in einer Dose, in so wie einer Büchse. Und das war sozusagen ihr ganzes Essen, was sie damals mit unter und in die Minen mitnehmen konnten. Und das Brot wird weiterhin immer noch gemacht, bis heute noch. Gleiches Rezept, manchmal in modernen Öfen, aber es hat eben einen anderen Geschmack, wenn es in diesen Ziegelsteinöfen gemacht wird oder nur aus so Schlamm, so Öfen. Und da wurde sie auch 3 Tage mit meinem Vater versteckt. Und sie hat mir dann auch erzählt, es war ganz dramatisch gewesen, weil die Helikopter über die Stadt rübergeflogen und mit diesen großen Scheinwerfern wohnen überall diese genau da, wo die Bergarbeiter gelebt haben, gewohnt haben, wurden die beleuchtet. Aber die Leute haben sie versteckt, weil sie wussten, dass wenn sie sich nicht verstecken, also die Bürgermeisterin von Coronel sterben würde. Ne? Das war ganz klar, das war sofort klar. Dann nach Santiago, da habe ich meine Mutter dann nicht wiedergefunden. Wir wohnen dann mit meiner Oma versteckt in einer Wohnung von einem jemanden, der im Militär gearbeitet hat. Also waren wir in Anführungsstrichen gut aufgehoben. Ne? Das war genau nachdem die uns losgelassen haben. Und die Partei hat uns dahin vermittelt, dass wir dort erstmal untertauchen sollten. Und ich war ja nicht mal 6 Jahre alt. Ich war 16. Oktober, wurde ich 5 Jahre alt, und natürlich war das alles für mich sehr schockierend gewesen. Meine Großmutter war eine sehr große und schöne und starke Frau, und die hat es irgendwie alles schon mal erlebt. Die hat mit ihrem Mann bei der Diktatur von Ibáñez, wir hatten ja davor auch schon eine Diktatur, wo die Kommunisten verfolgt worden sind und in Lager eingesperrt worden sind, und einige sind nie wieder zurückgekehrt. Aber kein Mensch hat gedacht, dass die Diktatur von Pinochet so lange sein würde, so grausam und so viel Leiden, ne, uns bringen würde. Und dieses Leiden auch in die zweite Generation, sogar auch in die dritte Generation übergehen würde. Und
dann raus aus diesem, aus da, wo wir untergekommen sind, konnten wir nun endlich in die französische Botschaft rein. Ich wusste nicht, dass meine Mutter da schon drin war und auch mein Vater. Und das Rote Kreuz hat uns dann reingeschmuggelt. Und als ich da aus diesem Wagen vom Roten Kreuz ausgestiegen bin, das war wie so ein Kombiwagen, dass man das heute vielleicht ein bisschen sich vorstellen kann. Da wurde es wie so ein Krankenwagen, aber kleiner und hinten wurde aufgemacht. Und ich bin dann rausgesprungen und dann habe ich meinen Vater gesehen und das ist ein Bild, was in vielen fest im Gedächtnis geblieben ist, weil ich gerannt bin. Ich hatte ja schon wochenlang meinen Vater nicht mehr gesehen und habe den so, ich bin so auf ihn los und auf ihn aufgesprungen. Er war ein sehr großer Mann, also 1,84 Meter, für chinesische Verhältnisse, großer, starker Mann. Und ich habe ihn umgekippt. Er lag da auf dem Boden und ich lag auf ihm. Und ja, und die ganzen Leute mussten rein. Es war so. Da lagen viele Leute. Ich sage immer, jeder, wer den Film Missing noch nicht gesehen hat, sollte ihn sehen. Ich glaube, es gibt keinen besseren Film, der sogar übereinstimmt mit meinen Erinnerungen, meinen Kindheitserinnerungen. Ja. Wir haben ja meine Mutter auch besucht damals, von einer Polizeistation zu anderen Polizeistation, ins Stadion von Konzeption. Wir haben die nicht gefunden mit meiner Oma und einer anderen Halbtante von mir, die Halbschwester von meiner Mutter, bis wir dann in die vierte Kommissaria, auch Spanisch, aber in die vierte Polizeistelle in Konzeption, die es heute noch gibt und wo ich auch mal so einen Bauchkribbeln bekomme, wenn ich jetzt schon mit meinen 55 Jahren, weit 56 Jahren davor vorbeilaufe, ne? Weil ich weiß, da wurde meine Mutter ganz schlimm gefoltert. Und sie hat die Stimme ihrer Mutter gehört, weil wir nach ihr gefragt hatten und dann hat sie nur geschrien, Mama, ich bin ihr. Und deswegen wussten wir, dass sie eben da war und dann wurden natürlich das Rote Kreuz und die katholische Kirche, die evangelische Kirche, das wurde dann, fing alles an, sich von selbst zu lösen. Wir haben dann auch noch mit dem Obispo, heißt das auf Spanisch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ist jetzt im Moment weg, von der katholischen Kirche in Konzeption, da in der Kathedrale gesprochen. Der hat sich dann auch noch für meine Mutter eingesetzt und alle Solidarität, was man nicht noch machen konnte, damit man sie dann freigelassen hat. Ne? Und dementsprechend kam dann ein Hausarrest und hat man ihr die Haare geschnitten, ganz kurz, die Haare gefärbt, dann wurden ihr die Augenbrauen verändert und wir sind ganz heimlich in einem Zug nach Santiago. Das habe ich vergessen vorhin zu erzählen, aber so kommen einfach die Erinnerungen wieder und eigenartigerweise und die Geschichte schließt sich, weil diese alte Bahnstation sehr schön ist in Konzeption und in diesem Gebäude, dieses Gebäude ist teilweise renoviert worden, ja, aber auch ein Stück neu gebaut worden und im Moment befindet sich dort in dieser alten Station, Bahnstation, wo man die Fahrkarten und so gekauft hat damals und dann auch am Bahnsteig, dann zum Bahnsteig ging, befindet sich das Gebäude, das Regierungsgebäude der Region, wo ich heute arbeite. Und wir tagen im gleichen Raum, also auf der gleichen Fläche. Das sind so Fliesen schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß und oben ist ein wunderbares sondern Wandmalerei, ganz bekannter mexikanischer Wandmaler. Und es war auch damals die Station von Konzeption. Und auf diesem gleichen Fleck, wo ich heute Sitzung habe, wo ich heute Gemeinderätin bin, wo ich manchmal diesen Rat leiten muss, wenn der Regierungspräsident nicht da ist, kam ein Agent von der DINA damals, also von der Geheimpolizei. Zuerst gab es die DINA in Chile, da gab es die CNI, beides Geheimpolizeien, die sehr brutal
ganz schlimm gefoltert, haben Menschen verschwinden lassen, die wir bis heute nicht wissen, wo sie sind. Und einer von denen hat gefragt, hat meine Mutter gefragt, hat ein Foto gezeigt von der Zeitung. Und da sind Sie denn nicht die Bürgermeisterin vom Colonel? Und ich stand daneben und sie hat mich an die Hand gehalten und ich habe ihr ganz fest die Hand zugedrückt. Weil ich wusste, dass sie ja die Bürgermeisterin vom Colonel war. Ich war immer, ich war ihre kleine Tochter und ich war überall mit dabei. Ne? Und sie hat gesagt, nein, Sie irren Sie sich. Ach so, entschuldigen Sie, meine Dame. Und ja, aber Sie haben mit ihr eine Ähnlichkeit. Nein, das tut mir leid, ich bin es nicht. Aber das war der Moment. Und das war genau der Moment gewesen, wo im Grunde genommen ja, sie schon mitbekommen hatten, dass sie nicht zu Hause war in diesem Hausarrest, ne, sondern dass sie untergetaucht war. Und ja, das war ein schlimmer Moment gewesen, weil man als Kind viele Dinge vielleicht nicht verstanden hatte, aber man hat auf jeden Fall gewusst, was los war. Ne? Du hast ja die Leute, du hast ja die Militärs gesehen als Kind. Dann sind wir dann waren wir dann in der französischen Botschaft, dann haben wir dort auch unsere Ausweise bekommen, die uns die französische Botschaft ausgestellt hatte für Immigration. Und Teil dieser Dokumente sind auch jetzt in Chile im Museum der Memoria, also das Museum des Gedenkens, ne? Das in Santiago ist, verfasst dann natürlich auch über diese ganze schrecklichen 17 Jahre, wo diese Diktatur in Chile geherrscht hat, auch spricht. Also ich würde jedem empfehlen, wenn er mal nach Chile kommt und in Santiago ist, dieses Museum zu besuchen. Es ist wirklich ein wunderschönes Museum. Man weint, aber es ist schön, weil die Geschichte, die Menschheit muss die Geschichte kennen. Hm? Sonst können wir uns auch nicht als Menschen weiterentwickeln. Das ist meine Meinung. Und ja, und dann in der DDR, dann ging's bergauf. Ja, dann ging's bergauf. Wir haben dann unser Leben in Anführungsstrichen nochmal zur Schule gegangen. Meine Eltern haben gearbeitet. Meine Mutter hat zuerst, wie gesagt, in Frankfurt oder in einem Ort gearbeitet. Dann, weil sie dann in Berlin in der Internationalen Frauenföderation arbeiten sollte, mussten wir dann nach Berlin ziehen. Nein, aber war ich auch ein bisschen traurig, weil ich mich gerade angefreundet hatte mit Freunden in Frankfurt-Oder und habe die dann verlassen müssen. Da kann ich mich an einen erinnern, der heißt Henry. Das war so ein guter Freund von mir, aber ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Ein anderes chilenisches Mädchen, Cecilia, ich glaube, die Bedes, die müsste dort sicherlich noch leben, wer weiß. Aber so Erinnerung, und ich habe im Pflaumenweg 16 gelebt, das weiß ich auch. Also meine Adresse wusste ich immer schon von klein auf, wo ich gelebt habe. Schlüsselkind war ich auch, ja. Also das fand ich auch lustig, das mit dem Schlüsselkind, ne? Dass wir immer die Schlüssel da um Hals hatten und mit unseren Schlüsseln durch die Gegend gelaufen sind als Kinder. Und in Berlin angekommen, zur Schule, im Grunde genommen war ich immer eine gute Schülerin gewesen. Mir hat es viel Spaß gemacht, zur Schule zu gehen. Habe auch viel unternommen, ich war in einer Theatergruppe, ich war im Jugendverband, ich hatte einen Freund gehabt, ich habe gelernt, ich habe meiner Oma geholfen, ich hatte immer viele Freunde, ich habe mich immer viel rumgetrieben in Berlin, also ich kenne mich sehr gut in Berlin aus. Und meine Freunde haben dann auch immer gesagt, hey, irgendwo werden wir dich hinführen, wo dich keiner kennt. Und dann war ich mal mit zwei Freunden draußen, Grünau, weiß ich wo, und auf so einer einzigen Straße, war fast keine Straße, war mit so kleinen Steinchen, wie so eine Landstraße, es war kein, oder ein Weg oder so, was es sein war. Und dann kam jemand auf dem Fahrrad und ich guckte ihn an und sagte, Roland, bist du es? Und da sagten meine zwei Freunde, oh nee, mit der kann man überall ab. Nicht. Nein, das ist schlimm. Überall kennt die jemanden. Naja, das war jemand aus meiner damals Unterstufe und den kannte ich eben. Ne? Das sind so Sachen. Ja, dann habe ich das Abitur gemacht, Medizinstudium. Mein ältester Sohn ist in der Charité geboren, da auch wo ich gearbeitet habe. Das war auch schön.
Und dann sollte es wieder, dann sind meine Eltern zurück, die Diktatur war zu Ende. Meine Mutter hat hier dann auch nochmal studiert, die hat ihre Doktorarbeit gemacht, hat dann mit Professor Dr. Kossow in Leipzig gearbeitet als Mitarbeiterin und als wissenschaftliche Assistentin. Papa war immer dann, also zuerst im Möbelkombinat, aber dann wurde er darum gebeten, dass er so als für die kommunistische Partei ein Koordinator ist oder ein Parteisekretär, und das war nun dann seine politische Arbeit hier in der DDR. Und ich immer politisch engagiert, wie gesagt, Jugendverband, und die Rückkehr nach Chile kam dann, also meine Eltern sind genau den Tag, wo die Mauer in Anführungsstrichen gefallen ist oder überfallen worden ist, könnte man auch so sagen, jetzt im Nachhinein, ne? Sind sie dann nach Chile zurück, früh Mittag zum Flughafen gebracht, ja, und abends dann die Nachrichten gesehen, und dann fing an, das Telefon zu klingeln. Das ist auch eine Geschichte für sich. Und ich sollte hier weiter bleiben, mein Studium zu Ende bringen, aber meinen Eltern ging es nicht gut. Ging es nicht gut, weil ja, sie sind zurückgekehrt, sie wollten immer zurückkehren. Es war ihr Land, das Land, sie wollten mit dabei sein, wenn die Demokratie errichtet werden sollte. Aber es ging ihnen nicht gut. Sie hatten keine Kontakte, sie waren Kommunisten, und auch in der Regierung nach der Diktatur waren eben die Kommunisten, wurden wir nicht Teil dieser Regierung. Wir waren aber mit dabei, um die Diktatur zu Ende zu bringen, aber danach wurde keiner politisch mit uns zu tun haben, keine Koalition und nichts. Und im Grunde genommen wurden wir wieder nicht nur diskriminiert, sondern viele von unseren Genossen arbeitslos, viele von unseren Genossen, die wirklich im Kampf da waren, nicht zu essen gehabt. Also es gibt ganz viele traurige Geschichten, und das hätten wir auch niemals damals gedacht, dass das so sein würde. Und dadurch habe ich dann mich entschieden, auch nach Chile die Fahrt einzunehmen, obwohl ich hier natürlich hier groß geworden bin und hier alles hatte, meine Freunde, meine erste Liebe, mein Sohn ist hier geboren, meiner Omi ging es gut, ne? Aber gut, wir mussten eben zurück, weil ich wollte nicht, dass meine Eltern weiter leiden. Die 17 Jahre waren eben unabhängig von dem Lachen und alles, was wir schön erlebt haben, aber immer war so eine Traurigkeit. Also Weihnachten feiere ich bis heute nicht gerne, oder und Silvester auch nicht, weil das ganze Exil wurde immer nur geweint. Meine Eltern haben das versucht, aber es war immer traurig. Wir sind nicht bei uns zu Hause, wir sind nicht bei den Geschwistern, wir sehen nicht unsere Familienangehörigen. Weiterhin herrscht in Chile Diktatur, weiterhin wird gefoltert. Die letzten großen Fälle dieser Barbarie hat man ja selbst hier erlebt beim Festival des politischen Liedes, als die Carmen Gloria verbrannt auf der Bühne stand im Palast der Republik. Sie wurde ja mit Benzin übergossen, genau wie Rodrigo de Negri. Rodrigo de Negri ist gestorben an diesen Wunden, und Carmen Gloria hat überlebt, aber wie sie überlebt hat, und 90% ihres Körpers war ja alles voll Pflasterverbrennung, und sie lebt jetzt in Kanada, und ich kann sehr gut nachfühlen, dass sie nun wieder nach Chile zurückkommen will, um dort zu leben, weil wenn sowas überall mit einem Menschen gemacht wird, dass der auf der Straße verbrannt wird, nur weil er anders denkt, das ist Wahnsinn. Schwere Jahre, weil das war wie ein Kulturschock. Ich bin da jeden Tag gegen eine Mauer gerannt, mich in einem Land entwickelt, wo für uns Mädchen, Frauen so viele Sachen ganz einfach waren. So, wenn man heute denkt, Mensch,
dass Frauen auf die Straße gehen müssen, weil sie gleiche Löhne haben müssen oder darum kämpfen müssen, dass sie vielleicht einen Kindergartenplatz für ihre Kinder hatten. Das hatten wir alle. Ich konnte ein Jahr mit meinem Sohn zu Hause bleiben und den stillen. Wer kann das heute? Welche Frau, wo auf der Welt kann ein Jahr zu Hause bleiben mit ihrem selben Sohn und mit der Tochter und mit dem Baby und kann in Ruhe stillen und denken, der und bekommt dazu noch Teil des Stipendiums, weil ich habe ja studiert, damit ich zu essen haben kann und mich richtig um mein Kind kümmern kann. Oder wie in Chile, wie wir ja vor kurzem Tausende und Millionen von Frauen auf die Straße gegangen sind, weil wir wollten über unseren Körper selber entscheiden können. Und das und diese ganzen und viele andere Dinge hatten wir eben in der DDR gehabt. Ne? Und das hat auch an meiner Bildung, an das Sein, was ich heute bin, an das, was ich heute bin als Frau, mich wesentlich geprägt. Und das ist logisch. Und ich glaube, ich bin das, was ich heute bin, weil ich in der DDR groß geworden bin.